Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Ich bin Jule und ich darf euch heute Abend durch diese schillernde Show begleiten. Ja, manche von euch wissen es schon. Kids released ihr Album Blase. Begrüßen Sie mit einem fulminanten Applaus Kids mit ihrem Titel Falle. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich ohne
dass ich's mit Fassung trag, weil ich so bin. Warum spalt ich mich, auch wenn ich gar nicht will? Warum spalt ich mich, wenn ich, wenn ich gar nicht will? Alles färbt sich grau, nur die Farben scheinen manchmal durch. Wie eine Gasse, eine Blase platzen lassen will ich sie zu gern. Und ich trag ganz gern und ich harte ganz gern. Thank you.
laufe, gerade aus der Weg ist steinig und hart, doch ich halte meine Gedanken fest, als wären sie stark, sie sind so stark. Anna Illenberger. Ja, meine werten Damen und Herren, zunächst erstmal muss ich sagen, ist das für mich eine ganz, ganz besondere Angelegenheit hier, dass ich überhaupt gefragt wurde, als Produzent der Platte mit auf die Bühne zu kommen. Ja, ja. Die ist mir gelungen. Klingt das richtig schäbig irgendwie, aber ist tatsächlich, ich finde die Platte den Wahnsinn und höre mir diese Platte sehr viel privat an. Das ist wirklich außergewöhnlich gut, muss man einfach sagen. Jetzt haben wir auch was anderes, auch ganz Gutes, und zwar aus dem Schubert-Reigen den Leiermann an den Tasten. Philipp Jost. Hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her.
Wiener Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Verehrtes Publikum, das waren Ralf Milberg und Philipp Jost. Während der Leiermann hier abgebaut wird, Ralf, gehen wir trotzdem mal hier ins Licht zur Schubertiade rüber. So, Ralf, du hast dieses Album produziert. Und jetzt für die Musikproduzentinnen unter euch, ich habe hier einen Satz auswendig gelernt. Also, alle Songs wurden in einer 180-Grad-Installation von Lautsprechern und Verstärkern aufgenommen, als eine Symbiose von analogen und digitalen Instrumenten und Effektgeräten. Wunderschön gesagt. Oh, sowas liebe ich. Ja. Aber vielleicht findet ihr das genauso komplex wie ich? Und Ralf, an dich die Frage, was war denn das Bedürfnis, diesen Aufwand zu machen und welche Stimmung sollte entstehen? Ja, also ganz klassisch eigentlich. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich finde, dass diese Musik, da geht es nicht darum, irgendwie Vocals auf irgendwas drauf zu pfropfen, sondern letzten Endes muss das alles in sich plausibel sein, eine Klangwelt. Und das Schönste war, und das reicht für das Stereofeld in der Regel, wenn man einmal so einen riesen Bogen macht, wie so eine Art Kapelle. Und da haben wir ganz viele Lautsprecher installiert und die konnte man alle adressieren. Das hat die Anna größtenteils selber gemacht. Und so konnte sie sich selber den Sound so hinbiegen, quasi fast 3D-Audio-mäßig, wie sie es haben möchte. Und sie konnte selber ohne Kopfhörer in dieser Klangwand drinstecken und singen und sich da vertiefen über Hall und über alle möglichen Parameter. Und ich durfte auch mit im Raum sein, was sehr schön war. Und dann war das halt, im Prinzip war die Platte schon fertig gemischt, als sie aufgenommen war. Und das war echt super gut. Und das hat Anna einfach toll gemacht. Das ist eine Art Live-Album vom Allerfeinsten, vom Allerfeinsten. Wow, also es klingt fantastisch. Ich habe ja nicht zu viel versprochen. Es wird eine Gemeinschaftserfahrung. Und jetzt, Ralf, du hast es schon gesungen, der Teller blieb leer. Ja. Wir können dich aber bald live erleben. Und damit der Teller nicht leer bleibt, sag uns doch bitte, wo und wann. Genau, bitte helft mir. Es ist de facto so. Ich habe nach langem Hin und Her, und ich habe ja früher eigentlich Musik gemacht, und dann ging das alles nicht mehr. Als Produzent hat man gar keine Zeit mehr, weil man eigentlich für
fürs Überleben kämpft. Wirklich, also man macht eine Produktion, damit die Kinder zu essen haben. Selber kriegt man nichts. Und und dann habe ich mir überlegt, nee, das kann so nicht weitergehen, das kann so nicht weitergehen. Und dann habe ich mein Soloalbum fertiggestellt. Und dieses Soloalbum hat sehr, sehr lange gedauert. Und ich hatte das große Glück, dass es jetzt endlich fertig ist. Und ich möchte es gerne präsentieren im Juni in der wunderschönen Matthäuskirche zu Heslach. Und da wird es auch noch die eine oder andere Überraschung geben. Aber mitunter mit dabei den Abend eröffnen, das war mein tiefster Wunsch, mein innigster Wunsch, wird Kids. Aha. Nanu, eine Verkaufsveranstaltung. Aber es wird also eine schöne Sache. Hier, der Tastenheini wird mich wieder begleiten am Klavier. Und es wird also viel, auch ein bunter Abend. Nicht ganz so geil wie hier gerade, aber ich versuche das trotzdem so ein bisschen. Um mir heute Abend einiges abzugucken, damit es auch ein bisschen schön wird für euch. Also ihr seid herzlich eingeladen im Juni zu Prince in His Arms und das wundervolle Album Colors. Schönen Dank. Wow, danke. Viel Vergnügen Ralf. Noch. Viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja, wir sind ja ein erfolgreiches Fernsehshow-Format, deswegen werden die Termine Ihnen alle hier unten eingeblendet. Genau, müssen Sie nicht mitschreiben. So, jetzt kommen wir zum nächsten Titel. Und zwar, da geht es um geheime Gefühle, die so in einem sind und die manchmal da sehr fest und groß werden, weil man keine Worte dafür hat, die irgendwie noch nicht aussprechen kann. Und davon singt Kids jetzt mit ihrem Titel Heimlich. Alles, was du träumst, bin ich. Alles, was ich fühl.
Dig off these roots, I'm gonna dig, dig, dig off
down to make mine stronger. So my family tree keeps growing up taller and taller. Looking down and yelling, oh come on, get up and grow. While our roots destroy the ground beneath your feet and overthrow. I exhale because of your demise. Thinking it was all just me and not my white disguise. Well, my eyes have been open, but I got a long way to go. But the bubble in my supremacy and take the first ground stroke. I'm gonna dig up these roots. I gotta dig up these roots. I'm gonna dig up these roots. All the roots are all entangled in prayer. Loud call will need to be rejected. I'm gonna keep digging and need to be corrected. Speeding down that privilege track, not having a damn clue of what it means to feel oppressed. Well, I'll tell you what to do. Why silence was violence, we need to take a stand. Hey, we're the ones who made this mess. Put a shovel in your hand. I'm gonna dig up these roots. I gotta dig up these roots. I'm gonna dig up these roots. Oh, it is our responsibility. Dig up these roots. I'm gonna dig up these roots. You gotta dig up these roots. Oh, roots are all entangled in me. Sally Grayson, meine Damen und Herren. Wow, was für eine Energie. Sally, du hast deine letzte Platte, wir gehen mal ein bisschen mehr ins Licht. Toll. Du hast deine letzte Platte in der Wüste in Arizona aufgenommen. Genau. Das klingt so cool. Und ich habe von Kids erfahren, dass auch sie einen Teil ihrer Seele dort hat. Was ist so besonders an diesem Ort? Also, die Wüste ist einfach magical. Also, aber man kann auch vorstellen, nicht nur tagsüber, aber auch in der Nacht. Also, der sternige Himmel, die Berge im Hintergrund, also, und die Saguaros, diese große Kakteen, die sind riesig eigentlich und wie Aliens in der Nacht irgendwie. Und ja, und dann weit entfernt howlt Coyote oder man hört vielleicht einen Rattlesnake oder so. Ist gefährlich, aber wunderschön, genau. Danke, Sally. Dankeschön. Wir bleiben jetzt erstmal in der Wüste. Denn wir stoßen dort auf Schlangenhaut. Ja, diese Schlangenhaut hat sich Kitz nämlich zugelegt, um gegen die Widrigkeiten des Alltags gewappnet zu sein. Und wie das genau funktioniert, das hört ihr jetzt. Bühne frei. Ich kann mich
Langsam fällst du rein, ausgerutscht wie auf einer Pfütze in dich selbst. Und ich frag mich, wie's dich hält. Was macht dich aus? Ich erinnere mich, ich will mich erinnern. Auf der Stelle, meine Füße sind schon wund vom Stehen. Ich halte mich an der Schwelle, ich würde es gerne klarer sehen, doch ich trete auf, ich rüttle, ich heb es auf, doch ich höre, wie es mein Herz ist brennt. 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 Thank you.
Stella Kovi, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Stella, für diese intensive Performance. Kids und du, ihr habt euch während eines Werbedrehs für Licht kennengelernt und ihr habt direkt connected über das Thema Improvisation. Und jetzt wäre meine Frage, du hast gerade auf der Bühne improvisiert. Wow. Okay. Was macht es für dich so besonders? Sehr mysteriös. Entschuldigen, das ist, ich will auf Englisch und Deutsch und Worten ist wieder mixed. Also Improvisation. Improvisation ist sehr wichtig und besonders für mich in meine Künstlerin praktisch. Obwohl wir alles improvisieren in unserem Leben. Maybe sometimes we know, sometimes we don't. What I think that it's in special about improvisation, like now for instance, I don't know, like for me it's really important to connect with myself. In my daily life it's very often difficult to do so because there are so many things that are entering and exit, so many energies, so many people around, and when I'm on stage or not on stage even, but I know that I take this time to improvise, it's really a moment for myself that I share with other people and that really allows me to connect. And I think it's the most sincere way for me to be authentic right now in my life, which is really special. And especially when we have such a music that I feel very connected with, actually. And this was very beautiful in our first encounter with Anne. It was really, from the very first moment, it was very clear that we both clicked in that way. So yeah, just a reminder that we're all improvising and that's beautiful. Yeah, I just want to. Ja, vielen Dank für das Teilen von diesen Gedanken zur Improvisation. Jetzt wollen wir wieder mit dir connecten auf der Bühne. Und wo müssen wir dahin? Wann findet es statt? Also, die erste Date that we can have is on the 17. Februar in Schauspielhaus. Ich spiele mit other wonderful artists ein Stück, das heißt Cabaret. Yo! And that's really, really a fun piece. And I really welcome to you to come. And then a personal project im März, also bei Ende März. Ich will ein Open Rehearsal teilen mit das Publikum über meine persönliche Research. Le Disobbedienti. It's a research that was very happy and thankful that the city of Stuttgart decided to found it. So yeah, you can have more information on my website, stellacovi.project.com. All the updated where you'll find them there. Yes. Oh my God, so strange. Danke, Stella. Vielen Dank. Ja, Stella hat das so wunderbar formuliert. Wir genießen hier gemeinsam diese Erfahrung und sind ganz im Moment. Ihr macht das ganz toll mit der Oberflächenspannung. Das ist eine sehr runde Sache, die Blase hier. Vielen Dank. Und jetzt müsst ihr einmal tief durchatmen. Ja, weil wir haben jetzt diese Blase mit vielen Dingen gefüllt. Mit Sehnsuchtsorten und Schubertiaden und einer ergreifenden Performance. Aber so eine Schallplatte, die hat halt nur zwei Seiten. Und wir sind jetzt auf der B-Side und wir sind ganz weit unten. Wir sind jetzt vor dem letzten Stück. Absolut. Ja, da fühlen wir gleich. Und zu diesem letzten Stück darf ich sagen, dass Musik ja auch wie so eine Katharsis funktioniert. Also wir haben mehrmals gehört, das Herz ist schwer, das Herz zerreißt, mit Ausblick auf die Welt durchaus eine Realität, aber Musik kann da was machen,
Es kann machen, dass das Herz wieder ganz warm wird und dass man den Herzschlag hört und dass das Herz ganz weit wird. Und genau das macht ihr jetzt. Ihr schafft jetzt ganz viel Platz für das letzte Lied, Bühne frei, das letzte Mal heute Abend für Kids mit dem Titel Platz. Platz vor deiner Tür. Vielleicht lässt du mich da rein. Ich will auch nicht stören. Ich will dir verzeihen. All diese Fragen, sie kommen und sie. Okay, ich breche jetzt einfach ab. In einer Fernsehshow würde man jetzt einfach kurz sagen, Cut. Und man würde nochmal von vorne beginnen. Und das machen wir jetzt einfach, weil der Einsatz hat mir nicht gefallen. Also wenn schon, dann richtig. Vor allem beim letzten Song, das darf man nicht. Das darf nicht. Deswegen, ich sammle mich nochmal kurz. Da ist ein Platz vor deiner Tür. Vielleicht lässt du mich da rein. Ich will auch nicht stören. Ich will dir verzeihen. All diese Fragen, sie kommen und sie gehen. Die Welt ist raus. So viel, ich verließ Loch und lass mich gehen. Dann seh ich dich, mein Herz, und es reißt mich frei. Wir fallen
Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr dürft gleich weitermachen. Ihr dürft gleich weitermachen. Ihr habt euch schon warm geklatscht. Super. Jetzt darf ich aber noch mal einen riesigen Dank an euch aussprechen. So toll, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich riesig, dass ich euch durch diesen Abend begleiten durfte, dass ihr so toll die Spannung gehalten habt für euer Kommen, für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt sagt der ein oder andere von euch vielleicht, ja, schon vorbei. Ich möchte aber, dass diese Blase bleibt. Haben wir uns gedacht, kein Problem. Ihr müsst am Ende durch eine dieser Türen raus. Freier Wille welche. Und in diesem Vorraum steht ein toller Mensch von Selfcare Records. Und dieser Mensch steht hinter dem Merch-Stand. So. Hab mich wieder. Ja. Und da liegt die Vinyl aus, von der wir schon so viel gesprochen haben, die so ganz, ganz besonders aufwendig produziert wurde. Und dann kauft ihr euch die. Und jetzt habe ich ja immer alle KünstlerInnen gefragt, wann können wir euch wiedersehen, wo können wir euch erleben? Und bei Kids könnt ihr das selber entscheiden. Ihr kauft die Platte, ihr legt die zu Hause auf den Plattenteller und dann steht Kids bei euch im Wohnzimmer oder wo ihr den habt. Ne? So machen wir es. Abgemacht. Ich nehme euch beim Applaus. Ja, zweite Runde. Es geht noch weiter. Ich danke auch von ganzem vollen Herzen dem gesamten Team, was hier Herzblut reingesteckt hat. Und jetzt darf ich alle KünstlerInnen noch mal auf die Bühne bitten. Und zuallererst den Star des Abends. Und ich möchte jetzt, wir bringen diese Blase jetzt zum Platzen, ja, also ihr zerfetzt die jetzt richtig, ihr rastet jetzt richtig aus, schont eure Nebensitzerin nicht, euren Nebensitzer. Ich darf auf diese Bühne holen den Star des Abends. Anna Illenberger ist Kids. Mit ihr auf die Bühne Stella Kovi, Sally Grayson, Philipp Joost, Ralf Milberg. Friends and Fits. Dankeschön.